Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Scryfiles. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, Let's Play Metin2.de. Und in dieser Folge werden wir wieder ordentlich Truhen öffnen und wir werden auf jeden Fall auch noch die Zodiac-Deutsche probieren. Wir haben jetzt gerade im Hintergrund den Ducken plus 4 aus unserem Töp ausgebaut, um einen Hass plus 4 einzubauen. Das Ganze musste ich dann aber mit Steinhandbüchern machen, um diese Splitter zu entfernen. Und da ich keine mehr hatte, was macht man? Natürlich kauft man sich Hydra-Truhen. Hier kam aus der zweiten Truhe ein magischer Stein raus. Das ist natürlich schon direkt nice gewesen. Ich habe dann den zweiten magischen Stein auch direkt gezogen. Das war schon richtig lucky. Ich habe 10 Hydra-Truhen für 3 Won gekauft und ein magischer Stein ist ungefähr 5 Won wert. Da haben wir auf jeden Fall schon mal Gewinn gemacht. Aber was heißt Gewinn? Wir werden die magischen Steine, wie ja eben schon angekündigt, auf jeden Fall am Ende dieses Videos auch auf die Zodiac-Deutsche hauen. Ich hoffe natürlich, dass das Ganze dann auf plus 9 geht und ich hoffe, dass die... dass die magischen, beziehungsweise dass die Mondsteine relativ günstig sind. Denn wir müssen das Ganze ja noch auf plus 9 machen und da fehlt uns ja auch noch der Mondstein für einen ab und uns fehlen natürlich auch noch die 200 roten Zodiac-Schatullen. Aber jetzt versuchen wir erstmal den Hass plus 4 in den Töp zu machen, beziehungsweise gucken wir, ob wir was verkauft haben. Uff, das Rundschild wurde gekauft für 13 Won. Das waren Rundi plus 9 mit AGO. Ansonsten nur Crap-Bonis, aber im 6.7. 3 FKS-Dev. Nice. Ebenfalls haben wir über Nacht auf meinem Shami was verkauft. Und zwar ist der Einhornbogen plus 9 mit 10 Halbmenschen und 5 Crit... Nee, andersrum, mit 5 Halbmenschen und 10 Crit verkauft worden. Für 15 Won war auf jeden Fall ein guter Preis. Als nächstes stellen wir noch das Falkenschild hier in den Shop. Das hatte ich mir für 69 Won gekauft, allerdings nicht, um es teurer weiter zu verkaufen, sondern um es selbst zu nutzen. Allerdings habe ich festgestellt, dass mein Titanenschild mit 12 Decks ungefähr 20 AW weniger ausmacht und das hat kein AW im 6.7. Deswegen habe ich mir überlegt, weißt du was, verkaufen wir das Falkenschild hier wieder, stellen wir für 150 Won in den Shop und dann werde ich jetzt einfach die ganze Zeit das Titanenschild nutzen. Ja, dann haben wir nochmal ein bisschen die Bio abgegeben, denn wir wollen ja unbedingt diese 70er Bio da abschließen, beziehungsweise eigentlich wäre es schon geil, wenn ich jetzt schon bei der 80er Bio dran wäre, weil 10% mehr Damage ist halt einfach schon geil und die 70er Bio gibt 10% mehr Death. Das ist fürs Farmen natürlich auch nice. Dann haben wir hier mal ein paar Hass plus 4 gegönnt, weil wir haben ja eben ein paar Hydra-Truhen geöffnet, das hat leider nicht funktioniert, also... müssen wir das Ganze nochmal machen. Hier habe ich jetzt 11 Hydra-Truhen für 3 Won bekommen. Vielleicht ziehen wir ja noch einen magischen Stein. Wäre auf jeden Fall sau nice, weil je mehr magische Steine wir ziehen, umso mehr Versuche haben wir natürlich dann am Ende des Videos, um die Zodiac-Deutsche auf plus 9 zu ballern. Gucken wir mal, was rauskommt. Da kam jetzt schon zweimal so ein Tiger raus. Bin mal gespannt. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Glück. Was wir auf jeden Fall auch noch brauchen, sind natürlich diese Steinhandbücher. Das ist natürlich der Hauptgrund, warum ich diese Hydra-Truhen hier öffne. Und ich hoffe, das Ganze geht dann, geht dann mehr oder weniger jetzt mit dem nächsten Versuch da der Hass plus 4 rein. Weil es ist echt nervig, wenn man sich nur für so einen Splitter-Entferner, Gedöns da die ganzen Truhen kauft. Aber so hat man auch wenigstens noch ein bisschen Content. Ja, dann geht es natürlich allgemein mit dem Ninja jetzt so langsam in die Phase, dass ich mir überlege, ob ich nicht auf 95 hochleveln soll. Einfach weil mit Level 95 kann man ja die Smaragdoringe nutzen. Ihr habt ja in den alten Clips von mir gesehen, dass ich meine Granatoringe auf 20 AW geswitcht habe. Aber es wäre halt schon geil, so Smaragdoringe zu nutzen, weil es macht dann doch einen Damage-Unterschied. Also ich bin momentan, wenn ich mich an den Metin stelle, ohne Push, bei so circa 16 bis, so bei circa 16k Crit DB vom Keiler. Und das ist natürlich schon ein nicer Damage, aber mit den Smaragdoringen könnte man halt noch viel mehr Damage rausholen. Vor allem, weil ich auch noch gar keinen Damage-Helm und so habe. Da bin ich momentan immer schön den 6.7. am Abgeben. In dieser Folge werden wir jetzt leider keinen Boni hinzufügen, weil es hat tatsächlich auch mal ein paar Tage hintereinander gar kein Bonus geklappt. Bei 14 Gegenständen, die ich abgebe, ist das natürlich schon eine richtig miese Ausbeute, wenn da wirklich so ein, zwei Tage hintereinander gar kein Boni hinzugefügt wird. Das ist natürlich schon eine richtige Krise. Ich hoffe, dass da irgendwie 50 AW bei rumkommen. Ansonsten muss ich mal gucken, dass ich mir irgendwie einen kaufe. Aber momentan sind die echt richtig krass überteuert auf dem Markt. Also wenn man da so, keine Ahnung, so ein 100er Damage Helm sieht, der Müllbonis hat und noch nicht mal plus 9 ist, wenn der 50 AW hat, ist der direkt 150 Won wert. Also es ist natürlich schon stark überteuert, aber
Naja, müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze machen. Jetzt konzentrieren wir uns eher erstmal darauf, dass ich eventuell Smaragdoringe demnächst besorge. Da muss ich mal gucken, weil, naja, wir werden auf jeden Fall versuchen, Smaragdoringe selbst zu bonieren, weil ihr wisst, wenn da 5% Kraft des Eises reinkommt, dann ist das Ding einfach direkt richtig krass viel wert. Und ja, wenn AW reinkommt, kann ich sie natürlich dann selber nutzen. Da hoffe ich dann aber auch darauf, dass da dann mehr als 20 oder mehr als 5 AW reinkommen. Witzigerweise hatte ich ja auch schon oft den Fall, dass ich 50 magischen AW hatte. Das ist natürlich richtig belastend, aber mal gucken, was da alles noch auf uns zukommt. Ja, jetzt habe ich schon ein paar Mal versucht, hier den Hass plus 4 reinzumachen und ihr kennt's. Sobald man auch nur 2 Minuten auf dem Bazar an derselben Stelle steht und hier mal Patronen öffnet, seht ihr schon gerade im Hintergrund, fängt das übel an zu laggen. Deswegen habe ich dann kurz einen Charakterwechsel gemacht und oh, schon läuft's wieder flüssig. Wahnsinn auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, der wievielte Hass plus 4 das jetzt schon war, den wir da gefailt haben. Hoffentlich klappt denn jetzt der letzte. Ja, endlich, ey. Hat das jetzt lange gedauert. Ich glaube, das waren irgendwie 10... 13 Versuche, irgendwie sowas. Dann öffnen wir mal schnell noch die letzten Truhen. Hoffentlich kommt noch ein magischer Stein, weil wir sind jetzt bei 3 magischen Steinen. Vielleicht kriegen wir ja noch einen vierten. Wäre auf jeden Fall nice. Ja, sieht schlecht aus. Ja, Proteinhappen, ja, Müll. Und die letzte. Ja, komm schon. Ja, schade. Gut, also wir haben jetzt auf jeden Fall 3 magische Steine. Die werden wir jetzt auf jeden Fall gleich auf unsere Zodiac-Dolche ziehen. Ich hoffe, das Ganze funktioniert. Und ja, dann werden wir jetzt erstmal noch das Nessie-Ei öffnen. Vielleicht ist es ja per Typ 6. Wäre auf jeden Fall richtig fresh. Ja, ich meine, für Level 55 sind die Skills ja eh egal. Sieht aber schon mal ganz gut aus. Und dann würde ich sagen, versuchen wir jetzt erstmal die Zodiac-Dolche. Ja, da wir jetzt 3 magische Steine aus den ganzen Hydratruhen gezogen haben und ein 10%-Band, gut, das 10%-Band ist jetzt eigentlich eher irrelevant, aber da wir 3 magische Steine gezogen haben für umgerechnet, ja, also wir haben jetzt, wenn man das ganze Yang hier so mitberechnet, denke ich mal, so circa 4 Won pro magischer Stein gezahlt. Das ist völlig in Ordnung. Aber wir haben ja, wie gesagt, 3 magische Steine im Inventar und die Zodiac-Dolche müssen unbedingt hoch. Deswegen werden wir uns jetzt wieder der Qual widmen. Wir werden jetzt hier wieder 3 Mondsteine kaufen. Und die sind echt arschteuer. Also 5,9 Won ist natürlich schon eine Hausnummer. Scheiße, ich merke gerade, das hier wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich habe mir so ein schönes Plätzchen hier gesucht. Dann, wobei für 30 würde es gehen. Vielleicht, wenn jetzt noch eine für 30 drin ist. 35. Ja, es funktioniert. Wahnsinn. Okay, jetzt haben wir 5 Kaker. Und da sind die Dolche. Die sind immer noch plus 8. Okay, dann werden wir es jetzt einfach mal versuchen, ey. Wir werden es jetzt versuchen. Wir versuchen jetzt mal unseren eigenen Gameforge hier. Einen Gameforge-Befehl. und zwar Aiketose-Kuss. Zack. Da bin ich mal gespannt, ob das Ganze jetzt funktioniert. Es wäre natürlich eine Wucht, Jungs. Wenn das Ganze funktioniert und dann, oh, scheiße, brauchen wir 200, wir brauchen 2,5 Kark, okay, einen können wir, okay, wir können 2 Versuche probieren, ich hoffe, es funktioniert. Ah, schade, Schokolade, das war der nächste Versuch auf die Zodiac-Deutsche und hat auch wieder nicht geklappt. Ah, dann machen wir als letztes den mittleren, vielleicht klappt ja der mittlere. Ah, scheiße. Okay, jetzt haben wir nur noch einen Versuch. Es ist echt schon hart, wenn man mal bedenkt, dass ein Versuch jetzt 10 bzw. 11 Won sind. Das sind jetzt auch wieder 22 Won, die gerade weggeflossen sind. Boah, das ist echt schon richtig belastend, Jungs. Das ist echt richtig, richtig schade. Gehen wir wieder in unser Eckchen. Vielleicht werde ich ja jetzt öfters da ab, wenn es jetzt funktioniert. Wäre auf jeden Fall richtig ehrenhaft. Das ist so eine schöne Ecke hier. Okay, probieren wir es nochmal. Letzter Versuch, vielleicht funktioniert es ja. 1, 2, 3. Nein, scheiße, ey. Oh, das ist immer richtig belastend, Junge, ey. Ich weiß nicht, wie viel Won ich jetzt schon diese scheiß Zodiac-Dolche gesteckt habe und sind immer noch auf 8. Brrr, schade, Schokolade.